Ja, moin Lodi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Klasse, dass ihr dabei seid. So, folgendes. Und zwar wisst ihr ja ganz genau, mein Audi wieder mal, was ist kaputt? Die Scheinwerferreinigungsanlage für die Xenon oder Bi-Xenon Lichtanlage. Ganz klasse. Für den TÜV natürlich ein großer Mangel, wenn da vorne nicht so das gewünschte die Spritzwasserdüsen aus der Stoßstange ausfahren und die Scheinwerfer vorne reinigen. Ist natürlich ein TÜV-Mango, fällt so sofort durch. Ja. So, welche Ursachen kann das haben? Folgendes. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ist das Relais kaputt, eine Sicherung ist kaputt, die Pumpe ist kaputt, der Schlauch oder die Düsen sind verstopft. Schlauch und Düsen sind momentan 5. Ja, das sind so die ganzen Dinge, die das beeinträchtigen können. So, folgendermaßen, wir gehen wie folgt vor. Und zwar werde ich einmal die Sicherung als erstes durchmessen. Alle, ich zeige euch, wie die durchgemessen werden. Ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr braucht nur eine kleine Prüflampe oder ein Messgerät oder wie auch immer. Die Sicherungen können zum Teil drinnen stecken bleiben. Im Sicherungskasten ist alles gar kein Problem. Masse habt ihr am Fahrzeug. Ihr müsst natürlich halt eben nur wissen, wo die Sicherung liegt. Bei mir ist es folgendermaßen. Es ist beschriftet. Ich weiß nicht, wo die Sicherung dafür liegt. Das kann sein, dass sie mit ganz normal über die Scheibenwaschsicherung läuft. Es steht nicht mit drauf. Das ist natürlich schon mal richtig spannend, das Ganze. Also, wie gesagt, wir messen Sicherung durch. Dann im nächsten Teil werde ich mal gucken, wegen dem Relais, ob das Relais anzieht, ob das das Relais ist. Wenn das alles nichts hilft, müssen wir die Stoßstange runterklödern und gucken, wie wir am besten rankommen. Vor allen Dingen, wo die Pumpe sitzt. Meistens sitzt sie immer da, wo der Behälter für das Scheibenwischwasser ist. Scheibenwischwaschbehälter. So, Alter! Schwere deutsche Grammatik hier. Oh, verdammt, das ist alles so schwer. Oh, Katastrophe. So viel denn dazu. Das werden wir denn jetzt mal gucken. Ich hoffe, ihr lernt was aus dem Video. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wo die Pumpe sitzt, wie sie sitzt, wie sie aussieht, wenn die kaputt sein sollte. Vorne Stoßstange und so, das ist gar kein Problem, wie, wo die Schläuche sind und allem drum und dran. Vorne die Spritzwasserdüsen, weiß ich auch, wo die sitzen, wie sie funktionieren, ob die hängen, haken oder wie auch immer, das kann auch eine Ursache sein. Muss nicht die Pumpe sein, muss nicht das Relais sein, kann auch sein, dass die haken, dass sie gar nicht ausfahren. Und aber das würdet ihr dann sehen, wenn sie spritzen und da irgendwo Wasser rauskleckert und ihr dann zwei Wasserpunkte links und rechts habt. Ach komm, lange Rede, kurzer Sinn, Attacke, feuerfrei, ran an die Karre und jetzt wird geschraubt, bis der Arzt kommt. So, wir fangen an, alles klar, bis gleich, let's go, feuerfrei. Viel Spaß bei dem Video. Jetzt wird's spannend. Das kann ich euch sagen. Attacke. Jo, ich nochmal. Also, ganz vergessen zu sagen. Die Dinge funktionieren übrigens nur, wenn ihr Licht an habt. Also, Licht aus und so, das funktioniert nicht. Der Motor muss nicht laufen. Das reicht, wenn einfach nur die Zündung an ist, das Bi-Xenon oder Xenon-Licht eingeschaltet ist, ihr die Scheibenwischwaschanlage betätigt und er vorne anfängt zu spritzen. Das reicht. Der Motor muss nicht laufen. Alles klar, jetzt aber. So, ich habe einmal schon mal hier den Sicherungskasten aufgemacht. So, das ist die Prüfdiode. Das ist der
Und für die Masse, den könnt ihr dann irgendwo ranlegen, wo ihr dann auch Kontakt habt. Und das ist dann die Prüflampe, da ist so eine kleine Diode drin, die fängt dann an zu leuchten, wenn Spannung anliegt. Viele kennen das von euch. So, wir testen jetzt einfach mal, wir fangen jetzt hier einfach vorne mal bei der ersten Sicherung an. Wenn das Bild ein bisschen scharf ist, jetzt. So, da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Gut. 30 Ampere, passiert auch nichts. Nun habe ich keinen Kontakt. Dann müsst ihr natürlich auch drauf achten. Doch da. Also Kontakt habe ich. Das kann sein, dass die erst dann anspringen, wenn die Zündung an ist. Wir testen uns jetzt einfach mal so durch. Ja. So, hier oben. Da ist auch nichts. Ihr müsst einfach nur auf die Kontakte gehen. So. Wenn ihr die zum Beispiel habt. Ihr seht, oh, wird richtig warm an den Finger. 15 Ampere leuchtet auf der einen Seite. Messt auch auf der anderen Seite, weil es kann sein, der Strom kommt hier rein, will ja hier durch, aber hier kommt nichts an. Könnte sein, dass er hier zum Beispiel nicht leuchtet. So, okay, ja, 30 Ampere, ihr seht, das sieht doch schon mal recht gut aus. 20 Ampere. Dann haben wir hier noch einmal 30 Ampere. Okay, dann gehen wir jetzt einmal wie folgt vor. Hier oben mit denen ist das natürlich ein bisschen anders. Aber das zeige ich euch, wie das vonstatten geht. Wir machen jetzt erstmal Zündung an, weil wir hatten ja einige, die nicht funktioniert haben. Moment. So, ihr seht, Zündung ist an. Das ist jetzt hier kein Fake, das ist live. Und dann messen wir einmal die hier oben. Ja, Lüftung läuft. So, heil. Wie gesagt, viele laufen über die Zündung, so wie die jetzt. Aber, okay, die hatten wir ja gemessen. Die lief ja ohne Zündung, die 20er. Nochmal einmal ausmachen. Einmal ausgemacht, nochmal nachgemessen. Ah ja, okay, guck mal. Das kann sein, dass die eventuell Matsch ist. Die nehmen wir mal raus. Kann man ganz gut mit einer kleinen Zange machen oder mit diesem Hilfswerkzeug, was meistens da mit drin ist. Die nehmen wir mal raus und dann gucken wir mal. Und sehen, dass die vermutlich heil ist. Okay. Kann natürlich auch sein, dass das eine Ersatzsicherung ist. Dazu müsste man dann mal auf den Belegungsplan gucken. Lass mal los hier. Stecken wir mal rein. Und dann gucken wir mal Belegungsplan. Da oben, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, mehr recht wie schlecht. Das ist natürlich jetzt, ja, jetzt kommt er. So, ihr seht, das ist die oberste Reihe, das ist die oberste Reihe, das sind die, und dann brauchen wir nur runtergehen. 20 Ampere brauchen wir nur runter. 10 von oben, 25 ist 1, 2, 30, 3, 15, 4, 20, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Mal sehen, was ist denn 25? Heizung, Klima, Solardach. Also habe ich nicht. Klima und Solardach habe ich nicht. 30 Ampere passt auch nicht. 25 Ampere, achso, Wischwaschanlage Nummer 24 ist da oben, aber die ist heil. Das ist die 25 Ampere. So, da gucken wir auf jeden Fall nachher nochmal, die behalten wir im Auge, die messen wir nochmal nach. So, noch einmal Zündung anmachen.
Zündung ist an. Und das Ganze dann nochmal. Ja. Die sind alle heil. Das sieht sehr gut aus. Die 30er. Die sagt jetzt gar nichts. Wie war das denn mit der hier? Zur Not tauschen wir die mal. Die 30er sagt jetzt gar nichts. Kann auch sein, dass das eine Ersatzsicherung ist. Einmal Zunge aus. So, und zwar, wenn das eine Ersatzsicherung sein sollte, dann können wir das ganz leicht prüfen und gucken. Die einmal rausnehmen. Ja. 30 ist eine Ersatzsicherung. Ihr seht nämlich, Moment, keine Kontakte da drin. Hey. Na komm. So. Ich mach mal Licht an und dann können wir gleich mal auf ein neues. Da seht ihr das. Moment, da. Da sind nämlich keine Kontakte drin. Das ist eine Ersatzsicherung. Meistens steht es auch irgendwo drin. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt hier die 20er. Die werden wir nochmal durchchecken. So, die auf jeden Fall erstmal wieder rein. Die brauchen wir ja nicht. Ersatzsicherung ist immer gut, wenn sie dann auch rein möchte, was sie natürlich jetzt nicht will. Moment. So, da bin ich wieder. Die habe ich jetzt per Hand reingesteckt, weil das einfacher war. So, dann nehmen wir mal die 20er hier nochmal raus. Ja. Genau. Einmal die 20er hier raus und dann messen wir die doch mal nach oder gucken mal. Ja, da seht ihr, Kontakte sind vorhanden. Dann schauen wir mal. Wir machen das mal ganz einfach. Moment. Genau, die lege ich mal dahin. Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof mit dem Prüfen. Moment. So Leute, Sicherungen sind alle durchgemessen. Ich drücke sie jetzt alle nochmal fest mit den Fingern, nochmal ein bisschen reindrücken. Sind alle heil. Das ist das Gute. So viel denn dazu, dass die, das hier unten ist eine Ersatzsicherung, dass die heil sind. Dann kann der Deckel da gleich wieder drauf. Das Werkzeug hier einmal wieder mit reinbasteln. Moment. So, Werkzeug wieder reingebastelt. Und dann können wir den Kollegen hier einmal einsetzen. So. Alles okay, alles tippitoppi. Einmal rein in die Gurke. Mal Zündung anmachen. Licht anmachen. Jo. Zündung ist an. Und einmal spritzen. Also ihr seht, Zündung ist an. Also wird vorne die Pumpe defekt sein. Jo. Licht aus. Sicherungen sind alle wieder drinne. Kontakte einmal alle Kontakte nochmal alle dann richtig schön beim Rein- und Rausschieben nochmal ein bisschen blank geschubbert. Das ist immer ganz gut. Kann man mal machen. Also muss man nicht unbedingt, aber bei den Lütten, da hast du keine, da, oder da habt ihr keine Möglichkeit, die anders zu messen. Die müsst ihr wirklich ausbauen. Bei dem etwas größeren sieht es wirklich anders aus. Da habt ihr zwei Kontakte. Die sind ganz schmerzfrei. Da funktioniert das einfacher.
Gut, also nächste Aktion. Sicherung sind heil. Wir gehen jetzt wirklich Schritt für Schritt alles durch. Relais, vergiss es, Blödsinn. Sicherung, tibitobi, alle heil, durchgemessen, passt. So, also vorne, Fahrerseite, sitzt da bei mir der Scheibenwischwaschbehälter. Rad runter, Radhausschale innen drin, entweder ganz rausbasteln oder nur ein Teil, damit man an den Behälter rankommt. Pumpe gucken und die dann tauschen, weil die wird wahrscheinlich wirklich dann die Grätsche gemacht haben. Ja, nach meinem Motorschaden oder nach meinen zwei Motorschäden, die ich ja gehabt habe, stand die Kiste natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass da Restwasser drinnen war. Naja, okay, alles klar. So wie denn dazu. Schlauch wird mit Sicherheit nicht abgeknickt sein. Haben auch viele im Forum geschrieben. Absoluter Schwachsinn, weil der Schlauch, der ist kleinfingerdick und der knickt nicht ab. Der ist richtig stabil. Gut. Das ist dann die nächste Aktion. Das können wir dann schon mal ausschließen. Es bleibt spannend. Es wird ein schönes Video. Ich hoffe, bis jetzt war es sehr hilfreich. Ja, und ich würde sagen, nächste Aktion sehen wir uns dann draußen am Fahrzeug, wenn das Rad runter ist. Schale, so viel denn dazu. Bis dann erstmal. Alles klar. Erstmal. So, meine lieben Freunde, ich habe die Stoßstange demontiert. Die Düsen waren auf jeden Fall schwergängig. Die habe ich dann mal freigeölt, geblasen. Ja, ich werde mir jetzt mal Druckluft holen und werde hier einfach mal mit dem Kompressor einmal reinknacken. Vielleicht ist das Ventil verstopft oder wie auch immer. Das wäre natürlich geil. Das Schlauchsystem geht einmal hier zur ersten Düse, dann geht das hier unten weiter, da läuft der Schlauch lang, da ist auch nichts kaputt oder wie auch immer, da ist alles trocken und geht dann da zur zweiten dahin. Da einmal zwischendurch, da kommt der Chef, der Opa, der muss ja auch nochmal klopfen hier, der dicke Kollege, ganz wichtig. Ja. So Leute, der Kompressor ist einmal am Start. Adapter ist drauf und zwar will ich jetzt testen, ob die beiden Kollegen hier ausfahren. Dazu knalle ich hier einmal Druckluft drauf, der spült dann das ganze System durch und dann sollten die ausfahren. Das können wir einmal gucken, ob das funktioniert. Hilfestellung von meinem Frauchen, recht vielen Dank schon mal, ganz wichtig. Die bedient Kamera und den Kompressor. So, liebe Leute, nachdem wir ja festgestellt haben, dass das funktioniert, habe ich eben gerade mal getestet. Der ist auch in Ordnung. Der funktioniert. Ein versteckter ist er noch, wo dieser dicke, fette Drecksschlauch hingeht. Ja, ich muss mal gucken. Und zwar sitzt der hier hinten, da oben sitzt er. Ja, kann man jetzt natürlich nicht sehen. Da oben sitzt er. Dazu muss ich den Behälter mal ausbauen. Dann mal gucken. Ja, auf jeden Fall die Schrauben mal lösen. Die zwei. Und dann mal gucken. Ja, die zwei mal lösen und dann müsste ich ihn eigentlich abnehmen können. Und das ist ein bisschen merkwürzig. Ja, das mache ich jetzt mal. Aber ich habe gesehen, die zweite Pumpe funktioniert auch. Funktioniert auch. Schon ein bisschen merkwürdig. Naja, schauen wir trotzdem mal. Alles klar, bis gleich. So Leute, einmal nochmal hier Rad ab. Hier noch ein bisschen Dreck. Fliegt gleich weg. Radhausinnenschale einmal abgebastelt. Und zwar sitzt vom Wassertank hier eine versteckte Schraube. Da oben sitzt noch eine. Dann kann ich den gleich von unten rausnehmen. Und wie gesagt, die zwei. Dur und Dur.
Dann kann ich den nämlich lösen, wackeln tut er schon und dann kann ich gucken, was mit der Pumpe da los ist. Dann können wir den ganzen mal auf die Schliche gehen. Ja. Einzelne Schräubchen, wie man sieht, die dann hier noch drin waren, die dann gelöst werden müssen. Allein nur, um den Kollegen dann da einmal rauszunehmen. Ja, dann gucken wir mal. Ja, so viel denn dazu. Muss ich aufpassen, dass ich denn da keine Schläuche abreiße. Das wäre nicht so schön. Ja, genau, bis gleich. Ich bastel da die Schraube nochmal ab und dann muss ich mir den irgendwo hinstellen. So, meine Freunde, da ist der Scheibenwischwaschbehälter angekündigt. Zwei Pumpen. Eine sitzt da. Und eine sitzt, achso, Moment, da unten, das ist die für die große Scheibenwischreinigungsanlage. Die sitzt dort, das ist die kleine hier, ne Quatsch, andersrum, hier sitzt die große von der Scheibenwischreinigungsanlage und da unten für die normalen Scheibenwischer. So, hier ist die Pumpe und die ist kaputt. Oben die surrt und schnurrt. Und die hat das Zeitliche gesegnet. Ja. Gut, Komposter anschmeißen. Hier unten ist der Ventilator, der Geber, der eigentlich das Wasser hochfördern soll. Der Nehmer, nicht Geber, sondern Nehmer. Die Panelschraube, Flügelschraube oder wie auch immer. Ja, der dreht sich nicht. Kabel habe ich abgezogen von der oberen. Die schnurrt denn nicht mehr und hier passiert gar nichts. Die ist durch. Die ist finito. Kann man jetzt nochmal testen mit 12 Volt. Einmal anliegen, einmal durchschnurren lassen. Ja, entweder oder, aber das hat sich erledigt. Die ist in den meisten Fällen ist immer kaputt. Gut, dann wollen wir einmal bestellen. Yippie! So viel denn dazu. Alles klar. Bis zum Einbau. So, liebe Leute, Pumpe ist jetzt gekommen. Hier ist die neue. Das ist die alte. Da werde ich jetzt einmal den Schlauch umbasteln. Den daran und dann werden wir sie einsetzen. Ganz wichtig. Eine unten. Und eine oben. So, ich werde das mal vorbereiten. So, Herrschaften, der Schlauch, der saß jetzt so fest drauf, ein bisschen mit WD-40 eingesprüht. Jetzt ging das Ding auch relativ geschmeidig raus. Also hier noch ein bisschen sauber machen und dann und die Pumpe mal reinpacken. Mal gucken, wie das Ergebnis ist. Yes! Schauen wir mal. Also, bis gleich. So, Lodi. Jetzt wieder. Pumpe ist angeschlossen, die untere, oben ist auch angeschlossen, Kabel sind alle dran gesteckt, also festschrauben, der hier oben durch. So, da geht es auch. Ja, schrauben wir fest mal an. Passt. Sieht gut aus. Ey. Und dann gucken wir mal. Hier oben fest schrauben. Und dann war's das. Geile Nummer. Nicht zu so festziehen, das ist alles nur Plastik. Sonst hat das knackt und dann habt ihr das Malheur und alles ist kaputt. Das ist nicht das, was wir wollen. So, alles drin, alles dran, alles fest.
den hier noch anschließen. Der kommt hier rauf und dann testen, bevor ihr dann ganz zusammenbaut, bevor ihr dann das große Malheur habt. Nur mal so als Tipp. So mit dem Kram hier einfach mal so lassen. Könnt ihr gucken, Wasserbehälter mal beobachten, ob das kleckert oder wie auch immer. Ne? Ein Funktionstest, ob die Dinger da jetzt hochgehen, dort und dort. Die gehen natürlich nicht sofort hoch, das Wasser, also hoch schon, aber das Wasser muss ich dann erstmal wieder verteilen. Der Kreislauf ist ziemlich lang. Wir testen mal. Das sieht doch jetzt spitzenmäßig aus. Das scheint zu funktionieren. So, jetzt hole ich mein Frauchen nochmal und dann kann die das auch nochmal machen. Ja, dann mach mal bitte. Einmal nochmal bitte. Danke, das war's. So Leute, ich habe einmal den Motor hier mal aufgemacht, damit ihr da mal reingucken könnt. So sieht das Ganze aus. Nicht mehr ganz so taufrisch. So, der ist durch. Wäre natürlich klasse, wenn die Kamera jetzt noch mal ein bisschen schärfer machen würde, damit man dann da mal reinleuchten kann und gucken. Kann man mal sehen, wie das denn da drin so aussieht. Wie verkokelt allein schon. Tja. Riechen tut er auch, also der ist definitiv durchgeknöselt. So viel denn dazu. Also mehr ist das nicht. Das ist dann tatsächlich Plastikgehäuse, Pumpe, Ventilator. Und die beiden Anschlüsse. Made in China. Ne, Tschechei. Jo, Leute. So, das war jetzt die Scheinwerferreinigungsanlage. Funktioniert wieder. Wir sind jetzt mal wirklich alles durchgegangen. Über Sicherung, Relais, Pumpe, Schlauch. Habe ich euch auch gezeigt. Mit Druckluft. War alles in Ordnung. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, das Video. Bis zum nächsten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Alles klar, in dem Sinne, schönen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Funktioniert, macht's gut. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch. Tschüssi.